Wie könnte man den Sommer besser genießen als am Ufer der Spree? In Sando geht das besonders gut, denn dort lädt die Spreemeile auch gleich zum Sporteln ein. Doch es kommt auch immer wieder zu Vandalismus und Verschmutzungen. Während sich die einen gestern selbst fit machten, machten die anderen deshalb die Spreemeile wieder fit. Eine Reinigungsaktion fand statt, bei der auch Oberbürgermeister Tobias Schick höchstpersönlich mit anpackte. Ja, die Aktion ist wichtig. Ich würde es aber natürlich gerne, dass es gar nicht notwendig ist. Ich bin aber zufrieden, dass nicht nur die Sporting, der Stadtsportbund, sondern an ganz vielen Stellen, in ganz vielen Ortsteilen die Bürger selber anfassen. Ich habe das heute auch mal wieder gemacht, um auch zu gucken. Klar, wir wissen auch an der Spree, wir wollen sie sichtbarer machen. Dazu gibt es ja jetzt auch ein Projekt, was wir starten. Aber zwischendurch einfach auch der Appell an alle, ja, Müll am besten in den Mülleimer. Und ich weiß, wir haben auch eine Problematik, dass oftmals Tiere an die Mülleimer da rangehen. Aber in erster Linie liegt es an uns selber, vielleicht einfach mal den Mülleimer auch zu benutzen. Und wenn er gerade voll ist, was macht man? Das macht man zu Hause auch. Dann nimmt man ihn eben mit und legt ihn und stellt nicht einfach daneben. Ist eigentlich ziemlich simpel. Die Helfenden wurden in zwei Teams aufgeteilt. Eines kümmerte sich um die linke Seite, das andere um die rechte. Sie sammelten Müll auf und entfernten Vandalismusschäden, kümmerten sich aber auch um Unkraut und Wildwuchs. Während man der Natur ihre Auswüchse nicht vorwerfen kann, wünschen sich die Verantwortlichen vom Stadtsportbund von den Menschen einen besseren Umgang mit den Geräten. Der Müll hält sich in Grenzen, Vandalismus ist ganz schlimm. Also die Schmierereien, Aufkleber, alles was dazugehört, da sind wir wirklich wöchentlich im Einsatz. Und das ist natürlich ein großes Manko, nicht nur an der Spreemeile, auch generell vielleicht in der Stadt. Man kann immer nur dazu aufrufen und animieren, wenn das gesehen wird, Leute darauf hinweisen bzw. auch selber mit Hand anlegen, dann dort Reinigungsarbeiten vorzunehmen. Aber vorrangig ist es natürlich unsere Aufgabe. Ja, und die stellen wir uns, das gehört einfach dazu. Es ist nicht schön, aber es gehört dazu. Nach der Reinigungsaktion ist die Spreemeile jetzt ein noch schönerer Ort zum Wohlfühlen, den ihr besonders gut bei einer aktiven Pause genießen könnt. Damit das so bleibt, kann jeder einen Beitrag leisten, indem man seinen Müll entsorgt und die Schönheit unserer Stadt bewahrt. Nur so bleibt die Spreemeile auch langfristig sauber und einladend.